Morgen zusammen und herzlich willkommen bei Outdoor mit Gimbal. Eine Waldwanderung in Alfter oder bei Alfter Impekhofen besser gesagt. Ich denke, das Gebot des Mundhaltens, was wir auf dem einen Schild schon lesen konnten, das ist hier gerade mal aufgehoben, da ich hier auf einer großen Waldautobahn gerade angekommen bin, aber finde ich auch mal gerade ganz praktisch. Wie gesagt, um schon mal zumindest kurz anzumoderieren, damit ihr schon mal wisst, wo wir hier sind und wo es lang geht. Wobei, auch das weiß ich heute wieder überhaupt nicht. Also eine 100% Erkundung. Ich bin zum ersten Mal hier und noch ein paar Themen im Gepäck, wie immer. Jetzt aber vielleicht erstmal noch ein bisschen Strecke machen vorher. Falls die Moderation ein bisschen holprig war oder noch ein bisschen erschöpft klingt, ich bin total müde. Letzte Nacht nicht gut geschlafen, aber es soll jetzt hier nicht Thema des Videos sein. Starten wir mal mit was anderem, und zwar hat der Outdoor mit Sebastian ein grandioses Video über das Siebengebirge rausgebracht. Unter anderem war er vor kurzem auch auf dem Himmerich. Da erinnere ich doch mal gerade an meinen letzten Wandervlog. Ja, und auch wenn er in seinem Video zu einem anderen Fazit kommt, hat es mir doch tatsächlich ein bisschen die Laune verdorben für zukünftige Wanderungen im Siebengebirge. Insbesondere für das YouTube-Format. Man läuft da einfach deutlich zu schnell Gefahr, unwissentlich eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Ich verlinke euch das Video vom Outdoor mit Sebastian in der Videobeschreibung. Schaut es euch unbedingt mal an. Und war auch einfach witzig zu sehen. Ich hatte ja, wie gesagt, ich war ja gerade auf dem Himmerich-Plateau und das seht ihr in seinem Video auch. Also einfach ganz cool, nur leider ist das Thema nicht ganz so schön. Ja. Aber so kam ich dann eben auch darauf, mal gerade im Bonner Umland zu schauen, in welchen Waldgebieten ich denn noch gar nicht unterwegs war. Und voilà, hier sind wir schon. Ne? So, also wird hier noch genug andere Optionen geben. Und jetzt drehe ich euch mal gerade, denn da kommt eine schöne Schutzhütte. Für eine Rast in der Schutzhütte ist es aber noch viel zu früh. Dafür bin ich noch überhaupt nicht lang genug unterwegs. Und wie gesagt, ich brauche jetzt auch erstmal ein bisschen Bewegung. Hier sind überall ganz interessante Tümpel. Also so eine Mischung aus Tümpeln und einfach nur großen Pfützen am Wegesrand. Was tatsächlich auch diese Straße hier, die geht unfassbar weit in beide Richtungen oder ja, also ganz, ganz lange geradeaus auf jeden Fall. Trotzdem finde ich es irgendwie gerade schön hier und gehe hier erstmal ein bisschen weiter, ja, zum Erkunden. So, Bildqualität. Das Thema der letzten zwei Videos und auch dieses Mal wieder. Also ich habe die Kamera jetzt mal umgestellt. Die hat jetzt eine höhere FPS, also Frames per Second. Und trotzdem auf 1080p. Ich habe vom lieben Alexius, Grüße gehen raus. Und seinen Kanal werde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Guckt mal bei ihm rein. Der Gute lädt nämlich seine Tourenvideos, er macht auch viel mit dem Fahrrad. Also schaut einfach mal bei ihm rein, er lädt seine Videos in 4K hoch. Ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben, aber gerade zu faul nachzugucken, 338 Abonnenten aktuell. Ja, Stand 1.1.2024. Genau. Und Malexius hatte mir
einen Tipp gegeben oder mir sehr hilfreiche Informationen zur Bildqualität. Ist ein umfangreicheres Thema. Also, zunächst mal ist es so, dass das kostenfreie Schnittprogramm Microsoft Clipchamp, mit dem ich arbeite und was ich auch wirklich gut finde, also ich finde das sehr, sehr intuitiv, einfach zu bedienen, so brauche ich das. Ja? Da sind einfach nur ein paar kleine Befehle, man weiß sofort, was der Befehl macht und es macht, was es soll. Ja? So, was ist jetzt mit dem Schnittprogramm? Da kann ich halt auch tatsächlich nur in dieser Variante des Programms, wie gesagt kostenfrei, auf 1080p rausrendern. Das würde also gar nichts helfen, jetzt hier die GoPro zumindest schon mal auf 2,6 oder 2,7K einzustellen. Punkt 1, das hatte er nämlich unter anderem empfohlen, ne, damit es einfach nachher auf dem Fernseher flüssiger aussieht. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, wenn so eine GoPro doch bis 4K aufnehmen kann, warum, also wieso gibt es denn dann keine Option, in 1080p auch mehr Bildinformation reinzubekommen? Das testen wir heute mal, ob das irgendwas bringt und hilft durch die Frames per Second. So, wir sind an einer Kreuzung angekommen. Ich muss mal kurz das Thema unterbrechen. So, genau, weil hier auch mal ein Wegweiser zu sehen ist. Interessant. Ah, ich lese das mal besser vor. Ne? Rösberg 9,3 Kilometer, Heimatsheim 4,6. Ah, und hier ging es dann 3,6 Kilometer nach Alfter zurück. Dann haben wir hier noch Dünstekofen, 3,6 Kilometer und der Eiserner Mann. Da gehen wir mal hin. 1,2 Kilometer, super. Genau. Und aus welcher Richtung kam ich jetzt eigentlich? Witterschlick und Ödekofen wahrscheinlich. Beides so 5 Kilometer. Und hier haben wir noch das Waldkrankenhaus. Schau an. In diesem Sinne, schaut euch das Bildmaterial bitte mal aufmerksam an. Optimalerweise auf großen Wiedergabegeräten. Und dann, wie gesagt, gerne bitte, bitte nochmal Feedback in die Comments. Ich bin einfach auch ein Fan von, also aus möglichst wenig das Maximum rauszuholen. Das mag ich einfach. Es gibt halt auch noch den anderen Aspekt. Ich habe eine unfassbar schlechte Internetanbindung und die kann ich auch nicht upgraden. Ja, weder Glasfaser noch irgendwie eine... Also, ne, und das in Bonn. Ich mache hier Grüße an die Telekom, ne? Da steht dann nur, ja, wir können Sie auf die Warteliste setzen oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich, was die einem da antworten. Also ich bin da tatsächlich noch ein bisschen... Ja, im Nachteil, sagen wir es so, so wenn ich jetzt mit sehr hoher Qualität die Clips aufnehme und sie eventuell irgendwann mal mit Umstieg auf ein anderes Schnittprogramm oder auf die kostenpflichtige Variante dann doch in 2 oder sogar 4K rendern würde, also ne, alles sehr hypothetisch, aber dann würde ich da wirklich, es dauert jetzt schon komplett über die Nacht und manchmal morgens noch einige Stunden, bis so ein Video oben ist. Also je nachdem, wie lang es ist. Ne? So ein 39-Minuten-Brecher, der dauert dann eben. Und wenn das, und das jetzt schon in dem alten Format. Also wie gesagt, wenn ich das mit noch größerer, höherer Dateigröße bei YouTube hochschieben muss, dann läuft der Rechner 2 Tage lang durch und ich kann quasi das Internet nicht mehr benutzen. Also, ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Soll auch gar nicht so mimimi klingen, ist auch gar nicht übertrieben. Ist einfach erstmal nur Stand der Dinge. Dann hatte ich ja, wie gesagt, auch schon erwähnt, dann ist das wirklich noch so ein Abonnententhema. Also, wie viele Zuschauer erreicht man überhaupt damit, die das dann auch wertschätzen? Ne, da hatte ich im Alexius auch gesagt, du, von 100 Leuten sind dann vielleicht 10, die da überhaupt so einen perfektionistischen Blick irgendwie drauf haben. Wie gesagt, wird sich mit der Zeit alles ergeben. Oh Mann, ey. Und nur noch 900 Meter bis zum Eisernen Mann. Jetzt muss ich das Thema mal langsam zu Ende bringen hier. Aber tolle Gegend, ey. Also
Schön, gefällt mir richtig gut. Da steigt direkt die Stimmung, das ist schon mal wichtig. Ja, ich habe dann auch nochmal YouTube so ein bisschen durchforstet und das eine war Zufall, das wurde mir einfach vorgeschlagen. Ich war lange am Hin und Her überlegen, ob ich den Kanalnamen nennen soll. Ich möchte hier halt auch niemanden bloßstellen oder ja, letztlich sogar irgendwie runter machen oder sowas. Also machen wir es vielleicht einfach mal ohne Name. Ist einfach so ein Lost Place Kanal, auch so mit 312 Abonnenten, Stand 1.1. Ein verwackeltes Bild, also ohne Ende. Also selbst bei Geradeaussequenzen wackelt es und dann manchmal schwenkst von links nach rechts. Also hui, da ist mir schwindelig geworden. Und dann habe ich wirklich bei YouTube auch mal auf die Qualitätseinstellungen da geklickt, weil ich auch schon so dachte, das Bild ist aber auch so jetzt nicht so brillant. Da war das sogar nur 720p. Also, und dann noch einen anderen Kanal, da bin ich einfach über den Suchbegriff Bonn Wanderung drauf gekommen. Ähnliches ungefähr Reichweite-Level und von der Qualität her, ja. Also da hatten wir auch ein wackeliges Bild zumindest, sage ich mal. Ne? Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, schaffen die so ihre 200, 300 Abonnenten zu bespielen. Haben auch manchmal ein Ausreißer-Video dabei, was dann einfach vom Thema offensichtlich oder Thumbnail so interessant war, dass es auch ja, bis zu vierstellig, so 4000 Mal oder sowas aufgerufen wurde. Also, mein Fazit. Ich denke, ich bin ganz passabel unterwegs momentan. Ja, habe also bei den Vergleichsvideos, die ich da jetzt noch gefunden habe, definitiv schon die Nase vorn. Werd natürlich an ein 4K-Niveau vom Alexius so schnell nicht rankommen. Aber wie gesagt, ich guck mal, wie ich hier noch das Maximum rausholen kann. Mit geringen Mitteln das meiste. Um, ja, da einfach, da fällt mir gar nicht mehr ein, wofür ich das überhaupt mache. Sagt ihr es mir, ey. Okay, was für eine lange Ansage. Aber es ist auch irgendwie, ja, ein kompliziertes Thema. Wusste ich nicht so richtig, wie ich das knackig zusammenfassen kann. Ich schon wieder. Doch noch ein kleiner Gedanke dazu. Mir ist noch eingefallen, dass man ja auch mit einer kreativen Idee, also kreativer Filmtechnik, auch noch ein bisschen tricksen kann oder mehr rausholen. Und zwar habe ich mir überlegt, doch häufiger die Kamera vielleicht mal irgendwo aufzustellen. Ne? Da wären wir bei einerseits wieder beim Thema Vorbeilauf sehen, also dass ihr ein bisschen die Umgebung seht und ich laufe dann vielleicht durchs Bild. Aber das ist natürlich jetzt auch immer nur sehr selten. Aber eben auch die Landschaft einfach mal als Standbild für 4-5 Sekunden einblenden. Und dann natürlich mehrere Szenen und ein paar Schnitte hintereinander. So, also ohne Schwenks. Ja, ich glaube, das kann auch schon für eine, ja, höhere Bildstabilität sorgen. Dass das Bild einfach dadurch, dass es sich nicht bewegt, ja, dadurch, dass es eine Art Standbild ist, ja. Was haltet ihr davon? Also ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was mit rausholen. Sagt mal Bescheid. Und wo ist denn jetzt dieser eiserne Mann hier? Muss doch gleich kommen. Got to get the funk through the door. If you want more, shake a leg. I'm nuttier than peanut butter. I travel through the land, cutting up with styles. And now the best is yet to come, cause... I'm going to the top, tip top of my icebox. Open up the door and see what I got in store. A land of wonderful, beautiful toys and more. So don't sit back and patty whack your bones. Start!
turn it up, turn it up. A brother named Chevy's getting ready to flow now. Rock the party zone, kept the people's hands in the air. But I came back home, cause my roots started here. So, before you try to patch up your broken arm, come looping in the shit that your mama taught you. I stole in with the power of a heart attack, and I suggest that you stop. Die Hütte des Eisernen Mannes, die nutze ich dann jetzt doch mal für eine kleine Rast. Ich habe noch keinen Hunger, aber ich trinke auf jeden Fall noch mal einen Schluck. Habe wieder Magnesiumgetränk dabei. Habe ich euch in letzter Zeit ja oft genug gezeigt. Werde ich heute mal nicht einblenden. Ja. Es ist ja sehr stürmisch. Es ist sehr stürmisch, aber das ist eine tolle Atmosphäre im Wald. Man schaut natürlich hier und da mal so ein bisschen, ob einem gleich ein Ast auf den Kopf fällt, aber alles gut bisher. Ja. Ich melde mich nach der Pause. An dieser sehr umfangreichen Kreuzung am Eisernen Mann habe ich mich jetzt entschieden, den Weg, den ich gekommen bin, einfach wieder zurückzugehen. Das war nämlich schon eine ordentliche Strecke und da war nicht so ganz eindeutig auf den Wegweisern. Wie ich am besten zurückkomme. Deshalb, heute mal auf Nummer sicher. Erstmal den Weg, der ja schon komplett neu für mich war, jetzt mal retour. Eiserner Mann hatte ich gestern beim Überfliegen auf Google Maps halt gesehen und ist immer cool, wenn man so ein bisschen was weiß, was in der Gegend so zu entdecken gibt und wenn man das dann auch findet, ne? So, das ist ja dann schon mindestens mal ein Etappenziel für die heutige Tour und dann passt das schon. Genau, ich hatte dann jetzt gerade hier hoch an der Bank, an dieser Bank, da erinnere ich mich noch dran. So. Ich hatte jetzt doch bei der Pause schon zwei Salzbrezeln vom Bäcker gegessen. Ist jetzt kurz vor 12 und ich glaube, eine weitere Pause mache ich heute gar nicht. Also hatte zwar noch nicht so großen Hunger, aber irgendwie, so ein ungewisses Gefühl irgendwie, man weiß nicht so richtig, was jetzt gerade los ist. Und irgendwie hatte ich dann, nachdem ich einen großen Schluck getrunken hatte, doch irgendwie das Gefühl, dass ich mal Salz brauche. Ich hatte heute Morgen nämlich nur süß gefrühstückt, also Müsli. Ja, genau. Deswegen, jetzt haben wir was gegessen, was getrunken, sind gut gestärkt für den Rückweg. Und mal gucken, ob ich noch ein paar schöne Aufnahmen vom Wald irgendwie einfangen kann. Und wie wir das nachher alles so zusammenschneiden. Ich bin schon gespannt. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Und ganz wichtig bei Daumen runter, ein Kommentar, warum. Das ist immer hilfreich. Feedback immer gut, um hier Weiterentwicklung und besser werden und so. Ne? So, weiter geht's. Zurück auf der Waldautobahn. Als ich Pause gemacht habe, eben hat es ein bisschen geregnet. Auch jetzt regnet es gerade wieder ein bisschen. Also kleinere bis mittlere Regenschauer. Jetzt nichts Dramatisches. Kein Grund, nicht wandern zu gehen. Ja, also ich hatte euch ja heute schon genug
zugequatscht, wirklich. Hab auch, was ich so an Themen dabei hatte, abgehakt, alles gut. Falls das heute ein bisschen schwierig war, mir zuzuhören oder mir zu folgen, dann, wie gesagt, liegt das daran, dass ich ein bisschen übernächtigt bin. Umso mehr muss ich mich heute noch ein bisschen auspowern, damit dann die nächste Nacht wieder von einem, ja, ruhigen, erholsamen, am besten langen Schlaf gesegnet ist. Genau, da glaube ich jetzt an Sehenswürdigkeiten nichts Neues mehr dazukommt. Also wenn dem so ist, packe ich es ans Video noch dran, ist ja klar. Aber bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zuschauen, für den Daumen nach oben, den ihr jetzt gebt, für kritisches und auch nettes Feedback, das ihr schreibt, und sag bis zum nächsten Mal bei Outdoor mit Gimbal. Ciao!